okay, da muss ich doch einschalten, da muss ich doch mal gucken, was es denn ist. Dieser Monsterbrocken, der sich hier so langsam aus dem Wasser quält, der wollte die ganze Zeit partout nicht an Land. Alter, ein großer Spiegelkarpfen. Ja! Das nehmen wir doch eben noch mit. Spiegelkarpfen abgehakt am Kupfersee. Ist das der Hammer? Sehr, sehr, sehr nice. Oh, endlich einen der Standardkarpfen am am Kupfersee hier abgehakt. Und ich stehe hier schon das zweite Mal an dem Spot, wo eine ganz, 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 ganz erbärmliche Frequenz ist. Aber wenn da solche Brocken reingehen, ist mir doch die Frequenz komplett egal. Ja, also ich stand heute vorm Stream auch schon hier. Also gestern vorm Stream stand ich auch schon hier. Und ich blende mal das Bild ein und das sah schon mal richtig gut aus. Hier an der Stelle scheint Orenji Ogon neben natürlich auch C2 Superfreak, neben wohl gerade eben gesehen, dem Spiegelkarpfen und so weiter und so weiter. Hier scheint auch der Ogon reinzugehen. 17 Kilo, der größte. Allerdings, ich hatte nicht genug Zeit, es war dann auch schon 10 vor 7. 19 Uhr geht halt der Stream los und dementsprechend musste ich halt abbrechen. Jetzt nach dem Stream direkt nochmal hin zum Spot, direkt nochmal testen mit der gleichen Futtermische, mit den gleichen Ködern und allem drum und dran. Und was hatte ich gesehen? Im Discord, Tibroa hat hier an der Stelle den Orenji Ogon auch gefangen als Trophy. Also hier scheint tatsächlich gerade ein bisschen was zu gehen. Das ist nicht so schlecht und deswegen testen, 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 weiter ausprobieren und weiter rumprobieren und das Ganze, ja, wie gesagt, leider mit einer sehr, sehr, sehr schlechten Frequenz. Also hier ist nicht mal eben hingestellt und rausziehen. Ich hatte auch am Abend vorm Stream bestimmt 40 Minuten an der Stelle gar keinen Biss. Also nicht denken, man stellt sich hier mal eben hin und fängt einen Orenji Ogon. Das Ganze hat einfach ewig lang gedauert. Auch hier jetzt gerade stehe ich schon ungefähr 30 Minuten. Erster Fisch nach 30 Minuten. Also das Ganze braucht tatsächlich Zeit, bis das irgendwie anläuft. Offensichtlich. Und deswegen bleibe ich jetzt hier auch noch länger. Teste das auch noch länger, werde jetzt die Nacht durchtesten. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt ein bisschen so bleibt. Auch noch wenigstens das Wochenende über jetzt schön konstant noch normale Wassertemperatur, dass wir eben jetzt hier vielleicht noch die Chance haben, endlich den ersten Koi als Trophy zu fangen. Das wäre doch der absolute Hammer. Ja, jetzt hier Trophy Kupfersee, da bin ich schon mal ganz zufrieden. Spiegelkarpfen ist mit drin. Schuppenkarpfen hätte ich natürlich auch gerne noch. Das muss natürlich sein. Lederkarpfen wird schon wieder tricky. Aber wenn hier die beiden noch reingehen, bald abgehakt das Teil, ey. Das wär's, ey. Das wär's so richtig. So, gucken wir mal eben rein. Also von der Map her 44:33, gleicher Spot wie vor 2 Wochen. Das letzte Video hier an der gleichen Stelle. Da hatte ja zuletzt der Devilus gesagt hier an der Stelle, dass das gut lief. Hat auch sehr gut funktioniert für den C2 Superfreak. Jetzt hier mit der Köderkombi gleiche Stelle. Also hier auf 44:33 sozusagen. Gleiche Stelle, gleicher Spot. Allerdings eine ganz andere Köderkombi. Ähnliche Köderkombi mit Heilbutt. Habe ich schon immer wieder gesehen. Hier jetzt das Ganze aber auch noch mal mit Königskrabbe. Und auch das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also Setup wie immer, wenn wir auf große Brocken gehen hier am Kupfersee. Schön mit der 6000er drauf.
Und dann gib ihm, ich bin hier mit einer 32er Schnur unterwegs. Ich muss sagen, hier auf dem 27er Vorfach, gerade der Drill, das war gar nicht so gewaltig. Also jetzt gerade eben der Trophy mit 25 Kilo, der ist auf dem 27 Kilo Setup doch relativ leicht reingegangen. War gar nicht so schwierig. Jetzt hier drauf, 18er Königskrabbe, Heilbutt 18, Heilbutt Dip. Also komplett klassische Haarmontage, komplett Pellet-Pellet-Kombination und dann Pellets, Kingscrab, Königskrabbe, Pellet, Heilbutt und Heilbutt als Dip. Und dann kommt es natürlich auch wieder auf die Futtermische an. Habe ich direkt vorhin schon, ich glaube, ich habe mir viermal vier Stacks direkt hergestellt, weil ich das jetzt einfach durchziehen werde, hier am Wochenende auch nochmal richtig schön durchballern und versuchen, hier noch was rauszuziehen. Apropos Wochenende, Samstag und Sonntag geht es rein in den Stream. Samstag ausnahmsweise mal einen Extra-Stream, da gehen wir schön angeln, aber auch noch zusätzlich so ein bisschen in den Contraband Police, in den Grenzposten-Simulator, auch richtig, richtig nice. Und Sonntag gibt es auf Steam ja nochmal ein Turnier. Da machen wir, da mache ich da morgen auch nochmal ein Infovideo zu. Sonntag gehen wir da auch nochmal schön rein in den Stream, aber auch deutlich eher. Also nicht 19 Uhr, sondern wahrscheinlich schon so 13, 14 Uhr herum. Ja, das ist die Futtermische. Maismehl als Basis. Ich habe jetzt hier verschiedene Heilbutt-Komponenten drin. Und zwar, damit wir von jeder Sorte, jeder Variante Heilbutt-Futtermische oder Futterart, jeder Variante Feedpellets eine drin haben. Das sind die extra Heilbutt-Feedpellets. Dann gibt es die normalen Heilbutt-Feedpellets und diese Mini-Feedpellets. Also 12er, 2er, 7er. Wahrscheinlich kann man auch eine Sorte nehmen. Ich habe einfach, lege da einfach immer gerne auch Wert drauf, dass die Komponenten, die ich hier in der Futtermische drin habe, am besten unterschiedlich sind. Nicht irgendwie Heilbutt, 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 alles von einer Sorte, weil das ist ja quasi das Gleiche, nur in verschiedenen Größen, sondern immer so ein bisschen unterschiedlich, damit man vielleicht noch eine etwas größere Spanne hat, die man an Lockwirkung abdeckt. Königskrabbe mit drin, Feedpellet 12, Heilbutt Öl drauf und dann gib ihm. That's it. Das ist es dann. Das ist das komplette, die komplette Futtermische. Ja, und jetzt heißt es wieder abwarten. Das Ganze, wie gesagt, wird ein bisschen dauern hier. Und das Ganze, tja, braucht einfach Zeit. Also, ich blende nochmal ein, das Kescherbild von vorhin. Man sieht es auch an der Uhrzeit, wie viel die Frequenz hier war. Aber man sieht eben auch, Orenji Ogon geht rein. Trophy ist im Discord auch schon gepostet worden. Also, Link zum Discord ist direkt unterm Video. Einfach nochmal reingucken. Das scheint zu klappen. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Der nächste Brocken. Und das bei richtig schön starkem Regen. Das war auch heute am frühen Abend so. Tatsächlich nicht schlecht. Ihr seht, super, super geringe Frequenz. Das ist allerdings schon erschreckend gering jetzt gerade. Ja, ich hoffe, da geht noch ein bisschen mehr. Irgendwas Lüttes. Oder habe ich die Bremse nur so? Ne, es ist irgendwas Kleines. Eieieiei. Der Superfreak, ein kleiner Superfreak. Ja, mal gucken, vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Wichtig, trotz allem immer wieder auch mal zwischendurch nachfüttern. Also ruhig immer mal wieder Futter reinschmeißen. Ich glaube, ich habe jetzt hier in Gänze bestimmt schon 20 Bällchen Futtermische drin. Locker. 20 Bällchen Futtermische sind drin. Übrigens vom Clip hatte ich gerade noch gar nicht gesagt. Clip hier auf 13 Meter Entfernung ausgeworfen. Ja, und dann einfach Geduld haben. Geduld, Geduld, Geduld. Ich warte jetzt hier immer noch und werde auch die ganze Zeit hier noch weiter testen und probieren auf den Orenji Ogon. Irgendwann muss er ja wieder reingehen und irgendwann wird das Wetter vielleicht auch wieder passend sein, dass hier noch ein bisschen mehr passiert. Schlechtwetter? Gucken wir mal, ob das auch schlecht ist für den Fisch. Und vielleicht ballert hier gleich noch ein schöner Orenji Ogon rein. Ich hoffe, bei dir geht auch was. Toi, toi, toi. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream.
Montags, Mittwochs und Freitags, nee, eigentlich jeden Tag, außer samstags, 19 Uhr, Petri.